Es sieht aus wie späte 80er Jahre und es hört sich auch genauso an. Doch der erste Eindruck täuscht. Dies sind Dieter Bohlen und Thomas Anders vor wenigen Monaten und nichts hat sich geändert. Dass man sich selbst recyceln und damit erfolgreich sein kann, ahnt das Duo beim ersten Comeback-Auftritt im März noch nicht. Modern Talking wieder vereint. Ungläubiges Staunen über den freundlichen Begrüßungsapplaus bei Wetten, dass. Dieter Bohlen, Thomas Anders, 11 Jahre her, you're my heart, you're my soul. Der Fernsehauftritt funktioniert. Die beiden beschließen, wieder auf Tournee zu gehen. Das erste große Konzert in Berlin wird penibel vorbereitet. Mehrere Tage Proben, ein Lichtdesigner aus Amerika, mehr als 30 Techniker und Roadies arbeiten für das Konzert, das endgültig entscheiden wird, ob Dieter Bohlen und Thomas Anders immer noch oder schon wieder angesagt sind. Vom ersten Konzert hatte ich sehr großen Respekt, weil ich wusste nicht, klappt das jetzt alles, was ich mir so ausgedacht hatte und so. Und wir haben dann ja auch ein paar Tage in der Halle geprobt und am Anfang, am ersten Tag, habe ich echt ein bisschen Angst gekriegt. Denn Dieter Bohlen steht zum ersten Mal seit 10 Jahren wieder vor mehr als 10.000 Fans. Für viele ist Modern Talking so etwas wie eine ganz frühe Jugenderinnerung. Andere kannten die Band vorher gar nicht, aber alle sind von der eingängigen Mitmachmusik begeistert. Und auch die Macher sind von sich selbst ein wenig berauscht. Was gibt es Geileres, als ich meine, vor 10.000 oder mal 100.000 oder 200.000 Leuten zu stehen und die Musik zu spielen und die flippen aus? Dieses Gefühl verschafft sich Dieter Bohlen in diesem Jahr fast 80 Mal. Wir sind Backstage dabei, als er in Oberhausen ein Konzert vorbereitet. Es ist sein 15. Auftritt. Tourneeroutine hat die Anfangsaufregung verdrängt. Dieter Bohlen hat alles im Griff, auch seinen Partner Thomas Anders. Er ist derjenige, der Modern Talking erfunden hat. Er plant und spricht gleich für beide. Selbst dann, wenn man direkt Thomas Anders befragt. Hier antwortet der Chef. Kann ich das ein bisschen beschreiben, wie die aufgebaut ist, die Musik? Ja, ich meine, das kann man kaum beschreiben, weil das auch so wirklich Land von Land zu Land unterschiedlich ist. Also wir sind jetzt zum Beispiel im Moment mit Brother Louis Nummer 1 in Frankreich. Dass Dieter Bohlen so deutlich dominiert, mag auch daran liegen, dass das Duo eigentlich ein Trio ist. Dieter Bohlens Dauerfreundin Nadja Farag ist nicht nur Backstage dabei, sondern steht mit auf der Bühne. Ein 2,5-Stunden-Konzert, für alle Beteiligten so etwas wie ein sportliches Ereignis. Danach ist man vor allem erschöpft und verschwitzt, aber auch glücklich, dass eine recht kurze Probenphase so viel Erfolg bringt. Vorbereitet. Ja, indem ich die Titel 1,5 Wochen vorher gekriegt habe und man hat gelernt und man hat ein bisschen geübt. Ich habe ja so einen wunderschönen Keller mit großem Spiegel und dann hat man so ein paar Tanzschritte sich eingeübt und ansonsten. Also das kann man auch nicht so richtig einüben. Also wenn du jetzt nur auf der Bühne stehst, dann machst du sowieso immer alles anders. Ne? Solche kleinen Improvisationen stören nicht weiter. Schließlich läuft das Unternehmen Modern Talking heute reibungslos. Vor 12 Jahren sah das alles noch anders aus. Dieter Bohlen und Thomas Anders in grellfarbenen Kostümen. So schlichte Rhythmen in so schlichter Verpackung gab es bis dahin in Deutschland selten zu hören. Ich werde bestimmt jetzt gesteinigt von vielen, vielen, vielen Leuten. Aber ich muss sagen, als Modern Talking als erstes rauskam, fand ich die mal echt gut. Also wirklich, die fand ich top. Und dann, als dann alle Leute sie auch geil fanden und dann auch auf sie geschimpft haben, dann habe ich dann gesagt, okay, dann finde ich sie nicht gut. Aber im Grunde genommen, wenn man die Hand aufs Herz legt, fand sie jeder gut am Anfang. Das stimmt so nicht. Schon damals wurde der Triumph des Gewöhnlichen verspottet. Die erbarmungslose Hitmaschine wurde bemängelt und gelegentlich wurde es persönlich Thomas Anders als Sangesspuchtel verhöhnt. Die Schmähungen bringen auch heute noch Dieter Bohlen in Rage. Wenn sich jemand eben hinstellt, auch bei mir jetzt speziell, und sagt, 130 Millionen Menschen sind bekloppt und den Kritiker möchte ich echt mal sehen. Die haben immer nur eine große Fresse, wenn sie hinter ihren Schreibtisch sitzen. Aber die sollen doch mal in so eine Halle kommen, wenn wir vor 11.000 Leuten spielen oder meinetwegen in der Sowjetunion oder in Budapest haben wir vor 240.000 Leuten gespielt. Sollen sich da mal hinstellen und ihr findet, die Musik ist scheiße, die ihr da hört. Die nur in ihrem kleinen Schreibtisch, wenn die da sitzen und so und irgendwie vielleicht, ich weiß nicht, irgendwelche Probleme haben, dann muss das eben irgendwie niedergemacht werden. Wir haben überhaupt kein Problem damit. Also ist uns auch relativ egal. Ich meine, solange dieser Erfolg da ist. Ich meine, ein kluger Mann hat mal zu mir gesagt, nichts ist erfolgreicher als Erfolg. Kritiker sahen in Modern Talking vor allem einen Erfolg, den der Einfallslosigkeit. Dieter Bohlen und Thomas Anders, ein gefundenes Fressen für Satiriker.
Geht dein Instrument? Nein! Vielleicht sollten wir doch lieber live spielen, was? Kannst du denn singen? Nur beim Föhn. Bei Modern Talking, da erinnere ich mich immer an zwei fröhliche junge Männer, die zu etwas pimpeligem Vollplayback eine peinliche Musikgruppe darstellten und dabei immer etwas aussahen wie Winnetou und Old Shatterhand auf ihrem ersten Mallorca-Urlaub. Eine feine Gemeinheit, die vor allem das damalige Erscheinungsbild der beiden zielgenau erfasst. Heute würde dieser Spot ins Leere treffen. Dieter Bohlen und Thomas Anders treten nun vorwiegend im Maßanzug auf und beweisen auch in ihren Videos rein äußerlich eine gewisse Reife. Abgelegt wurden für das Comeback auch gewisse Accessoires, wie das legendäre Nora-Kettchen von Thomas Anders, obwohl beide heute noch nicht verstehen, warum das Zubehör bei manchem Zuschauer für Heiterkeit sorgte. Was ich nicht nachvollziehen kann, ist einfach meinetwegen das Oasis-Hotelzimmer zerprügeln, zerschlagen, Jets kurz vor zum Absturz bringen fast oder wer weiß was für einen Mist machen. Das finden die Fans irgendwie total geil irgendwie und da wird auch nicht groß drüber gesprochen. Das ist klasse. Und wenn er da irgendwie eine kleine Kette trägt oder so, richtet sich da die ganze westliche Hemisphäre drüber auf. Ich meine, das steht doch echt überhaupt keinem Verhältnis. Die Kritik der westlichen Welt vermeidet Modern Talking heute erfolgreich, auch deshalb, weil sie vor allem den Osten für sich entdecken. Konzert in Moskau, die Menschen dort sehnen sich nach eingängiger Popmusik. Dieter Bohlen und Thomas Anders werden als echte Neuentdeckung gefeiert. Zwei Superstars aus dem Westen bringen die große, weite Welt nach Russland. Und auch für das Duo ist der Trip in den Osten eine ganz neue Erfahrung. Wenn wir in den Club spielen zum Beispiel, also da ist es eben so, dass dann links auf dem Klo und rechts auf dem Klo jemand sitzt und vor dir noch steht. Und ich meine, wenn ich dann pieseln muss und so und die hören mir dabei zu, das ist mir schon ein bisschen unangenehm. Die beiden treten im Moskauer Nationalheiligtum, dem Kreml, auf. Dort, wo früher das Politbüro tagte, klingt heute Popmusik. Umgerechnet je 60 Mark haben über 3000 Fans gezahlt, um dabei zu sein. Die Stimmung ist höflich, Aufstehen verboten. Ich meine, bei uns im Bundestag oder so, da sitzen sie ja auch. Und das ist natürlich in der Sowjetunion auch nicht anders. Also hier sitzen die auch. Und also klar, wir stehen schon mehr drauf, wenn die Leute stehen. Aber kann man dem nichts dran ändern. Ich meine, wir können nicht veranlassen, dass im Kreml die Sitze rausgerissen werden. Und ist so ein bisschen komisch, weil also ist natürlich ein bisschen so wie so eine Theateraufführung. Also die sitzen da und bei den ersten Titeln, dann geht das ja, der Titel ist vorbei und dann so. Ne, aber das steigert sich dann schon so ein bisschen. Aber es ist natürlich nicht so, jetzt sag ich mal, du warst ja dabei in Oberhausen, wo die Leute dann ganz direkt an der Bühne ran und ausflippen und so. Ich glaube, die dürfen dann noch nicht mal richtig aufstehen und nach vorne kommen. Den eher verhaltenen Beifall beim Live-Auftritt im Osten können die beiden locker verschmerzen. Die Platten verkaufen sich schließlich blendend. In Ungarn bekommen sie Platin, in Italien gibt's Gold. Modern Talking, auch beim Comeback, ein europaweites Ereignis. Bis in und Glück zu sehen. Ihr Applaus von Modern Talking. Wir sind die Giganten des Pop, Modern Talking. Modern Talking. Wir sind in Paris dabei, wo Dieter Bohlen und Thomas Anders in einer Fernsehshow auftreten sollen. Hier ist Modern Talking bei vielen erstaunlich jungen Fans noch unbekannt. Die Franzosen wissen nicht, dass es die Band in den 80ern schon einmal gab. Modern Talking, dort echte Newcomer, die aufwendig inszeniert werden. Das Rahmenprogramm bildet eine Art Fernsehballett, viel Aufwand, der es wert ist. Modern Talking verkauft hier noch mehr Platten als daheim. Wenn wir nach Frankreich fahren, sind wir Exoten, wir kommen aus dem Ausland. Die meisten wissen gar nicht, dass wir überhaupt aus Deutschland kommen. Dadurch haben wir es natürlich auch so ein bisschen leichter in vielen Ländern. Weil wenn ich diese ganzen Sachen, die wir in Deutschland jetzt so mit uns rumtragen, die kennen die Leute nicht. Für in Frankreich, ich glaube, wissen die meisten gar nicht, dass es uns vor 13 Jahren schon mal gegeben hat. Und das Publikum zum Beispiel in Frankreich ist auch sehr, sehr viel jünger. Wenn wir da zu den Fernsehsendungen hinkommen, dann stehen da fast nur Kids.
in den Diskotheken hören das fast nur Kids. Und auf der anderen Seite die Leute, die es wissen, sag ich mal, diese Fernsehleute, also die Drücker und wie die alle heißen, also die Gottschalks in Frankreich, die bringen uns einen unheimlichen Respekt entgegen, was wir gar nicht aus Deutschland so kennen. Respekt vor dem Erfolg, das ist für beide extrem wichtig. Anerkennung für Leistung, das Selbstbild des Dieter Bohlen ist davon geprägt. Er hat's geschafft und nochmal allen gezeigt. Und wenn so ein alter Knacker wie ich, der jetzt ja mittlerweile 44 ist, da mal locker 8 Millionen Singles und Alben verkauft, dann und auf einmal wieder der erfolgreichste Komponist und Producer in Europa ist, dann ist das natürlich für mich schon toll. Und lässt mich doch auch hoffen, dass unser nächstes Comeback, was dann irgendwie in 2010 ist, wirklich also richtig abgeht. Der Ausblick in eine musikalische Zukunft soll auch ein wenig die Vergangenheit vergessen machen. Die Zeit, in der Dieter Bohlen weniger durch Musik als vielmehr durch sein Liebesleben auffiel. Doch sein munterer Partnertausch wie Rona oder Nadel bleibt ein Dauerthema. Im September tauchen diese Fotos auf. Dieter und Verona trotz Trennung im gemeinsamen Urlaub. Tief gekränkt zieht Nadja bei ihm aus. Verona Feldbusch triumphiert und lässt die Zeitungen wissen, Dieter will mich wieder heiraten. Davon hält er allerdings wenig. Wenn ich jemanden heirate in Deutschland, ist es Nadja. Ich weiß nicht, ob ich noch mal heirate, wenn aber Nadja. Nadja und Dieter wieder vereint und Nadja geht zum ersten Mal an die Öffentlichkeit und weist ihre Konkurrentin in die Schranken. Bohlen privat, das ist immer noch ein Dauerthema der Medien, das ihm zwar langsam lästig wird, doch dem Comeback keineswegs schadet. Ich bin eigentlich den ganzen Menschen total dankbar dafür, dass ich, sag mal, trotz dieser ganzen Scheiße, die in der Presse stand, trotz diesem ganzen Müll, den ganzen Lügen und den ganzen Müll, also der über mich erzählt worden ist, die Leute trotzdem einfach meine Musik kaufen müssen. Dass der Erfolg auch mit permanenter Medienpräsenz zusammenhängen könnte, hört Dieter Bohlen nicht so gern. Er führt das gelungene Comeback vor allem auf seine musikalischen Fähigkeiten zurück. Kritiker hätten es natürlich am liebsten gesehen, wir hätten nach Yo Ma Hat Yo Ma Soul Free Jazz gemacht, wären dann total auf den Bauch gefallen und uns hätte es nie wiedergegeben. Die haben ja immer gesagt, hier eine Nummer klingt wie die andere. Ich meine, natürlich, ich meine, wir haben unseren Stil und wenn du ein oder zwei Sekunden, sage ich mal, einen Titel von Modern Talking hörst, weißt du, das ist Modern Talking. Und das ist eigentlich für mich das größte Lob, was es gibt. Denn was ist toller? Oder ich meine, alle anderen auf dieser Welt suchen nach einem Sound, suchen nach einem Wiedererkennungswert, suchen nach sowas. Und wir haben das. Das ist das Größte. Das Größte hört sich in Reinform so an. Johannes Schild, Professor für Musiktheorie, untersucht Brother Louie. Die Form von diesem Stück Brother Louie besteht immer aus zwei Teilen, die sich abwechseln. Ein Refrain, dieses Thema, und dann gibt es so Strophen dazwischen, die auch in D-Moll stehen. Und so weiter. Das ist das ganze Material von diesem Lied und das füllt, denke ich, so über den Daumen 3 bis 4 Minuten. Das ist wirklich ökonomisch. So viel Wirtschaftlichkeit rechnet sich und wird auch von den Kollegen als solche erkannt und anerkannt. Er überfordert die Leute nicht mit musikalischen Strukturen und textlichen schon gar nicht. Es ist alles einfach, schlicht und tanzbar. Und hat irgendwie einen Sound, der in der Diskothek reingeht. Und wahrscheinlich mehr noch im großen Land als in den Großstädten. Aber das kann ihm ja wurscht sein. Er macht das gut und ist damit sehr erfolgreich. Anders gesagt, Dieter Bohlen hat den Rhythmus, wo jeder mit muss. Und der ist nicht nur universell, sondern auch universal einsetzbar. Vielleicht der wichtigste Grund dafür, dass Modern Talking weltweit verkauft werden kann. Das ist ja das Phänomenale bei den ganzen Songs, dass sie von der Melodie im Grunde einfach sind und jeden Menschen berühren. Das merkt man ja daran, dass es um den ganzen Globus geht. Sonst, ich meine, welchen Sinn oder wie begründet man es sonst, dass in Taiwan die Leute drauf lostanzen, genauso wie in Santiago de Chile. Also irgendwie muss es ein urmenschliches Bedürfnis sein, halt eben diese Melodien irgendwie nachzusingen und eben sich dabei wohlzufühlen. Ein urmenschliches Bedürfnis nach Modern Talking gibt es sicherlich nicht, aber eines nach guter Laune. Dieter Bohlen und Thomas Anders bedienen diese Erwartungshaltung perfekt. Sie funktionieren in jeder Lebenslage als echte Stimmungskanonen. Ja, wir wollen nur Party machen eigentlich. Wir wollen nur unterhalten. Ja. Das ist Unterhaltungsmusik. Und ich meine, das ist ja auch nichts Verwerfliches, Unterhaltungsmusik zu machen. Wir wollen Menschen wirklich unterhalten. Und wenn wir das halt eben so, wie wir es jetzt gemacht haben, so schaffen,
dann ist unsere Aufgabe erfüllt. Wir wollen mit Sicherheit nicht mit Sherry Sherrilla die Welt verändern. Doch das würde auch niemand ernsthaft erwarten. Modern Talking, ein Duo, bringt die Popmusik auf den kleinsten gemeinsamen musikalischen Nenner und ist damit auch 10 Jahre nach dem ersten Auftritt erfolgreich.